Worum geht es eigentlich im Arbeitsschutzmanagement? Die vier M's des Arbeitsschutzmanagements in diesem Video. Bleib also bis zum Ende dran. Arbeitsschutzmanagementsysteme können extrem komplex werden, ja? Besonders wenn man gewisse gesetzliche Grundlagen ins Feld rollt, ja, in die einzelnen Paragraphen reinrennt, sich alles auseinandernimmt, etc. etc. Sehr viel Theorie, was einem beigebracht wird. Und unterm Strich ist es natürlich notwendig, man muss sich auskennen in den Bereichen, die einen tangieren, in denen man tätig ist. Aber unterm Strich geht es einzig und allein um den Menschen. Und das sind auch die vier M's, die ich in meiner Ausbildung bei der BG gelernt habe. Man muss Menschen mögen. Ja, und anders geht es einfach nicht. Ne? Das Arbeitsschutzmanagement ist etwas für Leute, die Menschen mögen. Ja? Und warum ist das so? Weil man eine gewisse Empathie auch besitzen muss. Ne? Man muss die Bereitschaft besitzen, in die einzelnen Prozesse, Arbeitsprozesse reinzugucken, auch mal im Detail nachzuhaken, vielleicht sogar selbst mal einen Prozess durchzuführen, um einfach zu verstehen, was für Einwirkungen auf Mitarbeiter wirken, existieren, welche Gefährdungen, Gefährdungsfaktoren etc. Vorhanden sind, ist einfach eine Grundlage. Ja. Warum habe ich mich dazu entschlossen, über diese Thematik zu berichten? Weil ich es ja immer wieder erlebe letztendlich, dass man sehr viel mit der Theorie auch verbringen kann, sehr viel Zeit verbringen kann und sich so sehr weit entfernt, ne, von der eigentlichen Realität, ja, der Arbeitsumgebung. Und ob jetzt beispielsweise, ich habe in meiner Ausbildung bei der BG gelernt, dass eine Fachkraft für Arbeitssicherheit als FASI abgekürzt wird. Ja? Davor war es, also das habe ich von meinem Chef damals gelernt gehabt, davor hieß es SIFA, irgendwann hieß es also FASI und jetzt heißt es wieder SIFA. Ja? So, und selbstverständlich sind da solche ja, Benamensungen auch von einer gewissen Relevanz, ne, wenn man über gewisse Themen redet. Also wenn ich jetzt über die SIFA rede, dann muss dir ja auch klar sein, was damit gemeint ist letztendlich. Ne? Aber wenn ich über eine FASI rede beispielsweise, dann ist es den Leuten auch bekannt, die genauso wie ich diese Ausbildung zu dieser Zeitspanne gemacht haben. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist es unwichtig, ja, wie diese Funktion heißt, wenn du es im Prinzip vergleichst mit der Tätigkeit, ja, dieser Person. Viel wichtiger ist es, dass eine Sicherheitsfachkraft, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, die Tätigkeiten effizient und zum Wohle der Mitarbeiter und der Arbeitsumgebung durchführt. Ja. Und das ist letztendlich die Kernbotschaft in der ganzen Geschichte. Es gibt Systeme und Systematiken, die sind toll und sehr theoretisch angehaucht. Ne? Aber das, was zählt, ist letztendlich das, was auf die Straße kommt. Ja? Das, was dazu beiträgt, das Wohl und Befinden letztendlich auch die Gesundheit der Mitarbeiter zu schonen und zu schützen, nachhaltig letztendlich zu wirken, um die Gesundheit der Mitarbeiter sicherzustellen. Ja? Und ob das jetzt eine SIFA ist oder eine FASI ist, ja, darüber lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Ja. Aber unterm Strich ist es natürlich viel wichtiger, ja, dass diese Tätigkeiten sauber durchgeführt worden sind. Ja. Dass Gefährdungsbeurteilungen beispielsweise nicht von der Stange kommen, ja, dass die entsprechend individuell an die Arbeitsplätze angepasst sind. Ja. Dass, also das hat alles schon gesehen, ne, dass Gefährdungsbeurteilungen, ja, überhaupt sehr wenig beispielsweise mit einem Arbeitsplatz zu tun haben. Ja. Und das Schlimme an der gesamten Situation, dass diese Gefährdungsbeurteilungen letztendlich dann von den Führungskräften beispielsweise gar nicht, ja, dass denen das gar nicht bekannt war, dass es solche Dokumente gibt, dass solche Dokumente existieren. Na, da hat sich irgendwo irgendwann ein Parallelsystem gebildet, das sich irgendwie, ja, so durch die Reihe geschlagen hat, ja. Und lauter solche Situationen, dass Betriebsanweisungen beispielsweise vorhanden sind, ja, ob es jetzt Maschinenbetriebsanweisungen sind oder Gefahrstoffbetriebsanweisungen sind, ja, dass diese den Mitarbeitern auch bekannt sind. Ne? Und da reden wir nicht nur von deutschsprachigen Mitarbeitern, auch ausländischsprachige Mitarbeiter haben das Recht, wenn sie in deinem Betrieb arbeiten, entsprechend informiert und unterwiesen zu sein. Ne? Wenn auf einer anderen Sprache, dann bitteschön, Betriebsanweisungen auf einer anderen Sprache. Ne? Und solche kleinen Details, natürlich müssen dann auch Betriebsanweisungen entsprechend von ja, den verantwortlichen Führungspersonen abgesegnet sein. Ja? Die müssen total involviert sein in diese Situation. Ja?
und die genauso gut kennen wie ja, die eigene Westentasche. Ja. Auf jeden Fall mir ein sehr großes Anliegen, das bestärkt mich eigentlich, dieses Feedback, was jetzt kommt, bestärkt mich eigentlich darin, dass ich diesen YouTube-Kanal gestartet habe, weil mir geht es tatsächlich darum, praxisorientierte Hilfen, praktische Hilfen ins Feld zu rollen. Ja, die Theorie ist natürlich, habe ich auch gehabt, ja, man kann sich da wirklich tief reinlesen, ich halte das Ganze ja auch aufrecht, ist natürlich sinnvoll, aber viel wichtiger ist es, die Praxis zu fokussieren, ne? Den Leuten zu helfen, direkt vor Ort, ne? Da zu sein, wo die Action ist. Ja? Man muss Menschen mögen. Die 4 M's des Arbeitsschutzmanagements haben mir im Prinzip geholfen und ich hoffe, dass sie dich auch in deinem Unternehmen unterstützen werden. Insofern, ich hoffe, dass ich im Prinzip ein paar Infos rausgeben konnte, ne? Also, dass ich dich dazu motivieren konnte, die Theorie selbstverständlich mitzunehmen, aber keinen zu großen Block daraus zu machen, ne? Sondern viel lieber in die Praxis einzutauchen, zu verstehen, wie die Mitarbeiter wirken, wie sie arbeiten, ne? Wie die Arbeitsumgebung sich zusammenstellt. Ich kenne sehr wenige Menschen, die stundenlang beispielsweise an einem Arbeitsplatz ja, mitmachen, um einfach nur zu verstehen, was für Situationen da erlebt werden, ne? Warst du schon mal beispielsweise in einer Nachtschicht, ja, direkt ja, am Band beispielsweise, wenn wir in einer Serienproduktion sind. Hast du da schon mal um 3 Uhr nachts mit den Kollegen geredet, ja, was da so los ist, was für Einwirkungen da sind, wie die Situation abgeht und so weiter und so fort. Ja? Das sind alles Dinge, die auch auf die lege ich persönlich viel mehr Wert als auf Nomenklaturen oder auf Bezeichnungen etc. Dass man ein gewisses Commitment haben muss, ist selbstverständlich. Ne? Und da danke ich auch für solches Feedback. Aber in erster Linie geht es mir darum, wirklich in die Praxis reinzuholen. Ne? In dem Sinne, jetzt habe ich doch ein längeres Schlusswort gesprochen. Ja, in dem Sinne, viele Grüße aus Düsseldorf und viel Erfolg in deinem Betrieb. Abonniere doch jetzt meinen Kanal, indem du hier unter dem Video auf den Link klickst und die Glocke aktivierst, damit du kein neues Video verpasst. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 9 Uhr veröffentliche ich ein neues Video zu dem Thema Managementsysteme und Auditierung. Schau dir bei dieser Gelegenheit auch gerne eine meiner anderen Videos an, die ich dir hier verlinkt habe. Viele Grüße aus Düsseldorf.